Hallo YouTube! Heute möchte ich euch ein Video darüber zeigen, wie man Weinflaschen bzw. Glasflaschen bemalt bzw. speziell mit Spraydosen gestaltet. It's all about humanity. Dazu braucht ihr mal eine ganz normale Glasflasche oder Weinflasche. Das hier ist eine Rotweinflasche. Zu Beginn müsst ihr die Etiketten runterkratzen. Das macht ihr indem, dass ihr die Flasche unter warmes Wasser hält und dann mit einem Messer oder einem spitzen Gegenstand die Etikette runterkratzt. Dann werden euch die Klebereste von der Etikette übrig bleiben und die entfernt ihr dann ganz normal mit Nagellack. So habt ihr dann eine schöne, saubere, glatte Fläche und als nächstes nehmt ihr Kreppband und klebt den Hals bzw. den Boden schön gerade ab, damit wir dann in die Mitte das Bild sprayen können. So, dala. Was wir materialtechnisch brauchen ist ein Weiß, dann 4 bis 5 verschiedene Gelbtöne beziehungsweise leicht ins Orangene gehend. Ich verwende hier Kicking Yellow, dann ein Yellow Light, Melon Yellow, Topaz und Cameroon. Ja, und ganz wichtig, ein Schwarz bzw. den Klarlack, um das ganze Bild dann zu versiegeln. Um das Bild bestmöglich auf der Flasche bearbeiten zu können, braucht ihr ein kleines Stück Schwamm, ein Skinny Cap, ich habe hier das Standard Cap von den Montana Goldfarben, einen dünnen Pinsel und eine spitze Spachtel, am besten eine recht harte Spitze. Genau, und wenn ihr das alles vorbereitet habt, starten wir das Bild zu sprayen. Und zwar fangen wir damit an, dass wir die weiße Farbe mal über die gesamte Fläche vorgrundieren. Schön gleichmäßig, nicht zu viel Farbe. So, dass die ganze Fläche halbwegs schön und gleichmäßig vorgrundiert ist. Das Ganze lassen wir jetzt kurz trocknen und dann geht es schon weiter mit dem Bild. Das Ganze hat jetzt etwa 3 bis 5 Minuten getrocknet. Jetzt nehmt ihr euer hellstes Gelb, meins ist Kicking Yellow, und besprüht mal ziemlich die ganze Mitte. Ihr müsst nicht bis zum ganzen Rand, aber sage 80% der Flasche von der Mitte ausgehen. Jetzt nehmt ihr als nächstes eine etwas dunklere Farbe, und zwar Melon Yellow, und sprüht den unteren Teil bzw. den oberen Teil der Flasche. Und zwar so, dass ihr einen leichten Übergang in das helle Gelb habt. Wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr wieder euer Weiß und sprüht auf einer Seite der Flasche einen weißen Punkt in die Mitte der Flasche.
dass es so etwa aussieht. Das Ganze lassen wir jetzt wieder mal kurz trocknen. Das Ganze ist jetzt getrocknet und jetzt nehmt ihr wieder das Melon Yellow und ein, weiß nicht, einfach eine Fläche, wo ihr die Farbe raufsprühen könnt und wo ihr dann mit einem Stück Schwamm tupfen könnt. Mit dem Melon Yellow tupfen wir jetzt rund um die weiße Fläche beziehungsweise auf derselben Höhe dann um die Flasche. Also etwas Farbe, dann mit dem Schwamm reintupfen, einmal woanders hin und jetzt hier entlang in der weißen Fläche. Wenn ihr das gemacht habt, ist der nächste Schritt entweder ein Orange oder zum Beispiel Cameroon, die Farbe zu nehmen und den Vorgang zu wiederholen. Nur, dass ihr diesmal nicht ganz so weit tupft, sondern ein Stück weiter heraus, damit das Gelb von vorhin noch immer durchscheint. Nachdem ihr das gemacht habt, nehmt ihr ein ganz dunkles Gelb. Ich habe hier Topaz und mit dem nehmt ihr wieder ein Stück Schwamm und tupft die obere, nein, nicht ganz Hälfte, aber den oberen Teil der Flasche. Auch wieder leicht um die weiße Fläche herum und dann oben an der Flasche entlang. So, wenn wir das haben, ist der nächste Schritt, das Schwarz zu nehmen und jetzt müsst ihr euch die Spachtel bereithalten. Und zwar sprühen wir jetzt die Bäume. Dazu machen wir links vom weißen Fleck einen schwarzen Strich und rechts vom weißen Fleck auch einen schwarzen Strich. Wenn ihr den schwarzen Strich einmal durchgezogen habt, nehmt ihr die Spachtel und drückt leicht auf die Flasche rauf und zieht von oben nach unten oder von unten nach oben mit der Spachtel mehrmals hin und her, damit ihr die Struktur des Baumes bekommt. Das Ganze sieht so aus. Jetzt die Spachtel nehmen und durchziehen. Mehrmals hin und her. Hierbei dürft ihr nicht zu fest mit der Spachtel aufdrücken, weil ihr sonst wieder die Grundierung aufreißen könnt. So, das Ganze auf der anderen Seite. So. Somit haben wir quasi in der Mitte die Lichtung, links und rechts davon mal einen Baum.
Jetzt drehen wir die Flasche rum und auf der Rückseite machen wir auch noch, seht ihr, wie viele Bäume sich ausgehen. 2, 3 Bäume. Nächster Schritt ist, dass ihr wieder die Fläche nehmt, wo ihr die Farbe draufgeben könnt, und einen dünnen Pinsel. Und zwar sprühen wir jetzt etwas Schwarz hierher, tunken mit dem Pinsel ein und machen jetzt ein paar Äste. Am Baum ein wenig verstreichen. Äste lungen. Von der anderen Seite. So, das macht ihr bei jedem Baum ein wenig. Wenn ihr das habt, nehmt ihr wieder die schwarze Farbe und ein kleines Stück Schwamm und geht jetzt das dritte Mal über diese Blätter, die ihr hier unten schon gemacht habt, drüber. Und jetzt machen wir noch die Blätter von den Bäumen oben. Das heißt, wieder schwarz sprühen, den Schwamm nehmen und leicht über die Bäume tupfen. Der nächste Schritt ist, dass wir uns ein starkes Stück Papier nehmen. Wieder die weiße Farbe und hier in die Mitte eine kleine weiße Sonne reinspringen. Dazu stellen wir die Flasche leicht schräg auf. Jetzt nehmt ihr das weiße Papier und sprayt es rein. Das soll wirklich nur ein leichter Schein werden. Es soll dann so aussehen, dass ganz leicht die Sonnenstrahlen durch die Blätter scheinen. Und jetzt sind wir auch schon ziemlich am Ende angekommen. Wir nehmen nochmal die schwarze Farbe und den Pinsel. Und jetzt werden wir hier vorne 3 kleine Vögelchen reinmalen. Und zu allerletzt nehmt jetzt den Klarlack und versiegelt die ganze Fläche. So, lala. Das kurz trocknen lassen und dann die Kreppbänder oben und unten entfernen. So, das war auch schon die ganze Hexerei.
Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat oder geholfen, keine Ahnung was, bitte einfach liken und ganz wichtig, abonniert meinen Channel. Bis bald!